Hallo, mein Name ist Marie Grenzdörfer. Ich bin im Rathaus bei der Stadt Puchheim zuständig für städtische Bürgerbeteiligung. Das heißt, ich koordiniere und organisiere Projekte, die die Stadt für die Bürgerinnen und mit den Bürgerinnen und Bürgern auf die Beine stellt. Das können ganz unterschiedliche Projekte sein in der Stadtentwicklung, der Stadtplanung, aber auch mit dem Umweltamt, mit dem Sozialamt oder auch übergeordnete Projekte. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren bei der Stadt Puchheim und habe im letzten Jahr jetzt unter anderem zwei sehr schöne Projekte durchführen können. Das ist zum einen das Bürgerbudget in Puchheim Ort und ja, die Erschaffung oder Erarbeitung von Leitlinien für gute Bürgerbeteiligung. Das ist so ein kleines Heft, was man bei der Stadt Puchheim finden kann. Und aus diesen Leitlinien ist ein Gremium entstanden, nämlich der Puchheimer Bürgerbeteiligungsrat. Und aus dem Bürgerbeteiligungsrat ist der Herr Stagun heute hier, der Vorsitzende von dem Beteiligungsrat. Ja, was haben wir gemacht in diesen Projekten? Beim Bürgerbudget ging es darum, es wurde vor ungefähr 3 Jahren im Haushalt von der Stadt Puchheim einen Betrag eingestellt für 15.000 Euro, mit dem Projekte aus der Bürgerschaft verwirklicht werden sollen. Die Projekte können dabei alles Mögliche sein, es ist ganz offen, sie sollen nur der Allgemeinnützigkeit dienen und in Puchheim stattfinden. Dafür gab es zwei Phasen. Im Frühjahr letzten Jahres wurden Ideen eingereicht bei der Stadt Puchheim, insgesamt 40 Stück, ganz unterschiedliche Ideen. Und diese Ideen wurden dann abgestimmt durch die Puchheimerinnen und Puchheimer und dabei hat ein gemeinschaftliches Backhaus gewonnen, was wir im nächsten Jahr organisieren und aufbauen wollen, auch zusammen mit der Bürgerschaft. Das ist ein sehr schönes Projekt, hat großen Spaß gemacht, die Vorschläge zu sichten, die Vielfältigkeit der Vorschläge zu sehen. Und was mich dabei ganz doll beeindruckt hat, sind die Ideen, auf die die Bürgerinnen und Bürger kommen. Und diese Vielfalt an Ideen, die wir in der Stadtverwaltung teilweise gar nicht auf dem Schirm haben und ja, Ideen, auf die wir gar nicht kommen, weil sie aus der Lebensrealität der Menschen kommen. Und es macht großen Spaß, mit solchen Projekten zu arbeiten. Der Puchheimer Bürgerbeteiligungsrat ist mit diesen Leitlinien entstanden und hat sich im ja, Herbst, fast Winter diesen Jahres konstituiert. Das ist ein Gremium aus 9 Puchheimerinnen und Puchheimern, die zur einen Hälfte ausgelost wurden aus dem Melderegister und die andere Hälfte der Teilnehmenden hat sich beworben. Gab es einen Bewerbungsaufruf und wer Lust hatte, konnte sich dafür melden. Und der Herr Stagun wurde per Zufallsbürger angeschrieben. Stimmt. Ja. Gut, ich bin also der Wolfgang Stagun. Ich kümmere mich um mich selbst. Also im Gegensatz zu meiner in Anführungszeichen Kollegin, der Frau Ja. Grenzdörfer, weil ich bin schon in Rente. Ich bin Jahrgang 49, das Jahr 49, Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist doch eine nette Sache, dass ich mich dann in so einem Projekt hier auch da betätige. Ich war in meinem Berufsleben war ich die meiste Zeit im Top-Management, in der Versicherungswirtschaft tätig, bin also auch mit dem Thema Führung und Leitung von Gruppen und mit Ergebnis- und Personalverantwortung beschäftigt gewesen und hatte ein erfülltes Leben bisher und gebe durch meine Ehrenämter, die ich habe, eigentlich ein bisschen zurück an das, was mir durch meine Berufslaufbahn so geboten wurde. Ja, und jetzt sitze ich hier. Genau, und es ist sehr schön, dass wir Sie dabei haben als engagiertes Mitglied vom Beteiligungsrat. Als ich da eines Tages zum Briefkasten ging, den Briefkasten öffnete und sah dann hier das Schreiben von der Stadt Puchheim, dann hat mich gleich das Thema Bürgerbeteiligung, das hat mich irgendwie gleich angesprochen. Weil das gehört auch zu dem Thema Demokratieverständnis, wie sehen wir das hier in der Stadt und wie wird es mit Leben eigentlich auch erfüllt? Ich muss zu mir selbst auch sagen, ich bin jetzt seit 2017 im Ruhestand und ich bin in vielen Dingen ehrenamtlich tätig schon in der Stadt. Also ich bin von meiner Person her und von meinen Aktivitäten her kein Unbekannter. Ja, das stimmt.
Und das ist aber auch ein Vorteil, weil man eben auch dann die entsprechenden Kontakte hat, wenn es um die Bearbeitung oder die Beurteilung von irgendwelchen Dingen geht. Ja. So, und als ich den Brief, ich gehe nochmal da auf den Moment der Brieföffnung dort zurück, gelesen, angesprochen, und gleichzeitig ging natürlich bei mir auch die Alarmglocke gleich los, weil so nach dem Motto, jetzt machst du noch was, ja. Du hast eh schon so viel. Und jetzt hast du ja noch eine neue Aufgabe. Aber das hat mich dann nicht losgelassen und ich habe mich dann innerhalb der vorgegebenen Frist dann doch beworben. Und ich möchte auch mal sagen, warum ich mich beworben habe, weil ich einfach so das Gefühl habe für mich, wenn ich so sehe, in welcher Welt wir jetzt zurzeit leben und wie gerade das Demokratieverständnis selbst in Europa irgendwie in eine Richtung geht, die einem schon teilweise etwas Angst einjagen kann. Ja? Und da denke ich mir, wenn ich jetzt auf den Mikrokosmos schaue, nämlich wo wohne ich, in welcher Stadt wohne ich, ja, und sehe das dann da und sage, ja, was ist denn in meiner Stadt los? Wie wird denn da Demokratie praktiziert? Welche Parteien zum Beispiel sind da die Akteure im Stadtrat und so weiter? Und wie wird die Bürgerschaft beteiligt? Und da war das für mich eigentlich schon ganz klar gesagt, da muss mitmachen. Ich habe auch sowieso schon wieder einen Hang immer zur Politik, habe ich auch schon immer gehabt. Da bin ich jetzt zwar nicht in der Politik tätig, weil das habe ich mir verwehrt, das wollte ich nicht. Aber so eine Aufgabe, die hat mich also angesprochen. Ja, und dann ging es halt einfach los. Ne? Ein Brief weggeschickt mit meinem Einverständnis. Und dann gab es halt die erste Einladung. Die erste Einladung war ja im Stadtrat, ne? Um sozusagen die ordentliche Bestellung der Mitglieder hier vorzunehmen. Das ging auch ganz glatt durch. Da gab es auch keine Probleme. Was mich gefreut hat, bei diesen 9 Personen, da sind auch wieder etliche dabei, die ich schon kenne. Das ist natürlich der Vorteil von ehrenamtlichen Aktivitäten auch auf anderen Feldern. Ne? Dann haben wir halt die nächste Sitzung gehabt und da haben wir uns erstmal hier kennengelernt, mal vorgestellt, wenigstens den Namen und den Alter und das Alter und war das unter Leitung des Bürgermeisters da so eine formelle Einführung eigentlich mal. Ne? So, jetzt arbeitet dieser Bürgerbeteiligungsrat, er beginnt jetzt zu arbeiten. Ne? Gut, haben wir einen Fall mal eben bekommen. Da ging es nur mal so am Rande gesagt darum, dass die Gullis, die so das Abwasser von der Straße hier aufsammeln, dass die öfter mal offenbar verschmutzt sind. Und da hat sich eine Puchheimer Bürgerin gemeldet und hat gesagt, das kann doch nicht sein und da müsste man halt was unternehmen. Das war schon mal ganz gut, weil das war wie die Butter auf dem Brot. Da hat man schon mal gesehen, es war was Konkretes. Man konnte von seinen Gedanken, von seiner Einstellung zu dem, was da auf uns zukommt, was ja für uns Neuen alle noch unbestimmt ist ein bisschen, wie man dann mit welchen Fällen man da so zu tun hat und was das mit einem auch macht, weil man hört die Umstände, die da beschrieben werden und weiß seine Aufgabe und denkt dann ja schon mal so im Hinterkopf, ja okay, wie würdest du das denn bewerten und so weiter und so fort. Da ist es aber so, die Frau Könzdörfer hat es eben gerade gesagt, es gibt ja diese Leitlinien für die gute Bürgerbeteiligung. Wir haben eine bestimmte Struktur schon mal vorgegeben. Das ist außerordentlich hilfreich, weil sonst wird so eine Runde leicht, so eine Lava-Runde. Ne? Da wird dann nur immer geredet und es kommt eigentlich nichts dabei raus. Ne? Ja, und dann haben wir halt uns mit dem Fall etwas befasst. Wir haben es auch dann über die Frau Könzdörfer protokolliert, also festgehalten, was wir als nächste Schritte da auch machen wollen. Und wir sind jetzt so in der Phase drin, dass wir sagen, wir brauchen jetzt einen neuen Termin und der wird gerade vereinbart, der wird im Januar stattfinden.
Und dann startet dieses Bürgerbeteiligungsprojekt dann auch in Praxis. So. Und das ist eigentlich der Moment, auf den wir uns alle freuen. Und ja, das ist eigentlich so zur Einführung mal von meiner Seite. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen Kontext vielleicht zum Rat, was die Vision ist oder das Ziel mit diesem Beteiligungsrat. Sie sehen es hinter uns in dem Slogan mehr Beteiligung. Die Stadt Puchheim möchte Bürgerbeteiligung in allen Lebensbereichen etablieren und immer da, wo es geht, Beteiligung stattfinden lassen. Und dieser Rat soll ja ein Ansprechgremium sein für alle Bürgerinnen und Bürger, wenn sie Anliegen haben, wo sie denken, da könnte man doch was machen, da müsste die Stadt doch irgendwie aktiv werden. Und es ist so gedacht, es gibt verschiedene Wege über ein Formular oder persönlich vorbeikommen, diese Anliegen entweder bei mir oder dann auch bei dem Beteiligungsrat einzubringen. Und der Rat beschäftigt sich damit, sind bewusst ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger. Ich bin als Vertreterin der Stadtverwaltung unterstützend dabei, aber die Mitglieder vom Rat beraten darüber aus Bürgersicht, wie mit diesen Vorschlägen umzugehen ist und bereiten sie als Vorlage für den Stadtrat vor, der dann darüber entscheidet, ob wir ein Bürgerbeteiligungsverfahren anregen oder nicht. Und genau ab Januar 2023 soll es dann richtig losgehen mit der Arbeit und auch, dass der Beteiligungsrat als Ansprechstelle für die Bürgerschaft etabliert wird. Und darauf bin ich auch sehr gespannt. Zwei Anträge haben wir schon. Einen haben wir schon angefangen zu beraten. Und jetzt geht es darum, diesen Rat bekannt zu machen, diese Möglichkeit bekannt zu machen, um uns dann mit ganz vielfältigen und verschiedenen Bürgeranliegen beschäftigen zu können. Und ich glaube, es sind alle, auch die anderen 8 Mitglieder, auch ganz gespannt, was sie erwarten wird. Genau. Ich habe eine Vision eines anderen Mitglieds mitgebracht, was er sich von der Arbeit im Beteiligungsrat wünscht, dass der Rat auch ja, als Stelle dafür aktiv beworben wird und bekannt wird und sichtbar wird. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Ja, ich möchte es nochmal vielleicht ergänzen. Einführung dieses Rates kommt auch zum richtigen Zeitpunkt. Weil Puchheim ist eine sehr prosperierende Stadt und gerade aber im Moment ist es so, wir haben hier einige Projekte, die sehr, sehr in der Diskussion der Bürgerschaft stehen. Mhm. Ja. Also wenn man hier zum Beispiel zum Fenster gerade rausschaut, dann sieht man, da wird die Stadtmitte neu gestaltet, da gab es einen großen Abriss. Da gab es auch eine Abholzung von wunderbaren Waldstücken zugunsten hier dieser Neubebauung. Gibt es andere Vorhaben, wie hier zum Beispiel der S-Bahn-Bahnhof, der steht schon seit Jahrzehnten in der Kritik, weil er für behinderte Menschen einfach nicht gerecht gebaut wurde. Ja. Und da gibt es eben so einige Sachen, jetzt auch, wir haben eine Straße, die nennt sich Alpenstraße, da hat die Stadt ein riesen Grundstück, da soll jetzt ein riesen Wohngebäude errichtet werden und das innerhalb einer Siedlung mit so Einfamilienhäusern, Reihenhäusern und so. Also da merkt man ja schon von diesen Projekten, das kann man sich glaube ich auch gut vorstellen, da ist natürlich jetzt viel Gerede und dann viel Auseinandersetzung und so weiter vorhanden. So. Und da kommt man leicht unter Umständen möglicherweise in eine Negativphase rein und so nach dem Motto, ja, da können wir ja Versammlungen hingehen, da können wir uns das anhören, das bringt ja eh nichts. Ne? Und das wäre für eine Bürgerschaft, denke ich, das Allerschlimmste. Wenn man so eine Atmosphäre hätte, es bringt nichts, ja? Wenn ich mich melde, wenn ich aktiv irgendwas aufgreife und dann an irgendeine Stelle hinbringe, das wäre furchtbar, weil das würde auch die ganze Stadtatmosphäre hier verpesten, kann man sozusagen sagen. Und da passt dieser Bürgerbeteiligungsrat gut rein, weil unser Anliegen wird sein, das darf ich schon auch mal sagen, weil ich kann ja noch nicht so viel sagen im Namen des Bürgerrats, weil wir eben noch keine so Sitzung hatten. Also kann ich jetzt nur von mir aus sprechen, aber das werden wir dann bei der nächsten Sitzung auch nochmal besprechen. Wir wollen halt möglichst schnell bekannt werden, dass es also diese Institution gibt
Und wir wollen auch in der Bearbeitung der Fälle, also in der Struktur, die wir ja schon zum Teil vorgegeben haben, aber auch eine starke Öffnung nach außen haben. Also wenn die Frau Meier ein Problem hat oder ein Anliegen hat und da vielleicht bisher eine Mail oder ein Schreiben losgelassen hat oder sonst irgendwas und das ist dann irgendwo versunken, dann kann man auch zum Beispiel nach meiner Vorstellung auch mal sagen, ja gut, wenn die liebe Frau Meier das gerne möchte, kann sie doch mal in den Bürgerbeteiligungsrat reinkommen. Und was passiert dann? Dann ist die Person, die eine Eingabe macht, sofort mit den Personen direkt in ganz persönlichem Kontakt, die sich mit dieser Eingabe maßgeblich zuerst mal beschäftigen. Und ich finde auch, so wie dieses Projekt aufgebaut ist, haben wir eigentlich da schon eine ganz schöne Verantwortung auch. Mhm. Ne? Also, weil die Entscheidungen werden ja dann später im Stadtrat getroffen, was ja auch klar ist. Wir sind ja zu vielen Dingen keine Fachleute oder haben aber auch nicht die Kompetenz, die wir über die Frau Grenzdörfer ja einholen können. Aber wenn das alles mal so abgeklärt ist und wir kommen dann zu irgendeinem Thema, zu einer Entscheidung und sagen, jawohl, so und so, wird man das sehen und dann halt noch erklären und warum und was noch zu machen wäre. Und es geht dann in die Entscheidung. Da muss ich dann zum Stadtrat, in die Stadtratssitzung gehen, muss es vortragen. Natürlich habe ich dann auch die Leidenschaft, das dann durchzubringen. Ja? Weil wenn wir vom Bürgerbeteiligungsrat sagen, so dieses Projekt, das wird man gerne unterstützen und finden das gut. So. Und dann finde ich das einfach gut, weil dann sind wir als Bürgerbeteiligungsrat direkt in der Kommission, also sprich Stadtrat, die auch die Entscheidung trifft. Und wir haben die Möglichkeit, durch meine Anwesenheit und die Teilnahme an der Diskussion über Pro und Contra, mich an dem letztendlich dann getroffenen Ergebnis zu beteiligen. Mhm. Und das finde ich toll, weil das macht das Ganze lebendig, auch für uns. Und man sieht auch, naja, das ist nicht einfach mal so ein Alibi-Veranstaltung, da haben sie sich was einfallen lassen, so nach dem Motto, wir haben ja einen Bürgerbeteiligungsrat, sondern das ist was Lebendiges, das lebt, das soll wirken in die Stadt hinein. Da haben wir zwar noch viel zu tun, weil die wenigsten werden das kennen hier, aber das kriegen wir schon alles hin. Also da bemühen wir uns auch, was Werbung anbelangt, dass das möglichst schnell in die Köpfe der Puchheimer Bürgerinnen und Bürger geht. Und dann bin ich mir ganz, ganz sicher, da haben wir dann so eine Schiene geschaffen, die zumindest, denke ich mal, von den meisten positiv gesehen wird und hoffentlich dann auch häufig genutzt wird. Genau, das wünsche ich mir auch. Viele Anträge durch die Bürgerschaft, viele spannende Themen und vor allem auch Sichtweisen, die wir so als Verwaltung sonst gar nicht mitbekommen. Genau. Durch diesen Katalysator, der dieser Rat sein kann. Ja, weil wir verstehen uns auch in gewisser Weise, egal was die Bürgerinnen und Bürger einreichen, auch als jetzt in Anführungszeichen gesetzt Anwälte für die Bürger. Also wir sind diejenigen, die es aufnehmen und nicht gleich sagen, komm, das haben wir schon 10-mal gehört, da haben wir uns schon mal beschäftigt, wollen wir nicht. Nein, wir haben erstmal ein offenes Ohr. Und wir sind auch überhaupt nicht befangen. Wir haben keine Abhängigkeiten, gar nichts, weil wir sind auch nur, und das ist in dem Fall positiv, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Puchheim. Mhm. Wir haben kein politisches Amt, wir sind hier auch nicht angestellt oder sonst irgendwas, sondern wir sind völlig unabhängig. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Voraussetzung, dass da, hoffe ich jedenfalls mal, schnell Vertrauen in unsere Bürgerbeteiligung reinkommt. Genau, Vertrauen ist da ganz wichtig und ich glaube, was auch ein großer Vorteil von diesem Gremium ist, dass es eine andere Art von Zugang ist für die Bürgerinnen und Bürger, dass so eine Hürde vielleicht nochmal genommen wird, dass man nicht direkt sich an den Stadtrat, die Stadträtin wendet oder an die Verwaltung, sondern ja, ich denke mal, vielleicht auch ein bisschen nahbarere Personen hat. Und dann ist Puchheim nicht so groß. Die Möglichkeit ist auch da, dass man sich vielleicht schon kennt, das eine oder andere Mitglied. Ja. Die Wege sind kurz. Das sollte gut funktionieren oder kann gut funktionieren. Ja, also ich bin da Feuer und Flamme und ich bin da total überzeugt davon. Ich hoffe, mir gelingt es, dass ich meine Mitstreiter hier auch so motivieren kann, dass die gleiche Leidenschaft entwickeln, so wie ich.
Weil es ist halt auch jetzt, um nochmal an den Eingang zurückzukommen, Demokratieverständnis, es ist uns etwas in die Hände gelegt worden, was aus meiner Sicht sehr wertvoll ist. Ja. Und das wirklich für unsere liebe Stadt Puchheim auch eben ein weiterer Schritt dazu sein kann, dieses Zusammenspiel zwischen Bürgerschaft und zwischen dem Rathaus hier und den politischen Parteien und was sonst noch alles zu beachten ist, dass dieses Geflecht schön ineinander greift und dann möglichst ohne viele Störungen und vor allen Dingen nicht durch irgendwelche Negativäußerungen dann hier zusammenwirkt. Und das wäre für die Stadt auch interessant, also auf jeden Fall. Wenn man sieht, welche Möglichkeiten allein schon jetzt dem Sport hier geboten wird, was ja auch für eine Stadt wichtig ist, ja, weil das ist ein Impulsgeber hier der Sport. Und was wir für eine wunderbare Natur hier haben, wir leben direkt am Rande der Großstadt München, sind in ein paar Minuten mit der S-Bahn im Zentrum und wir wohnen aber hier in einer Stadt, die ruhig ist, ländlich angehaucht ist. Und also wir haben uns richtig verliebt in Puchheim. Und wir fühlen uns sauwohl. Und das ist dann auch noch so ein weiterer Punkt, wo ich gesagt habe, das ist ein Punkt, da mache ich mit. Ja, was man mag, was man schätzt, das pflegt man und setzt sich dafür ein. Genau. Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns auf die Arbeit. Ja. Und können nur jeden einladen, der Lust hat, sich an den Beteiligungsrat zu wenden, sich einzubringen, Vorschläge zu machen, um Puchheim mitzugestalten. Ich bin auch froh, wenn ich das auch noch ergänzen darf, als Moderator hier, dass ich die Frau Grenzdörfer natürlich an der Seite habe, weil wenn wir dann unsere Beratungen machen, also erstmal muss es ja protokolliert werden, das ist die eine Seite, aber es muss ja auch bearbeitet werden, ja. Und dann die Wege und wie das alles geht, das ist natürlich die Frau Grenzdörfer hier Gold wert, weil wir ja die Stellen, die jetzt da anzusprechen sind, wenn man irgendwas braucht oder irgend sowas, die kennen Sie natürlich viel besser. Und außerdem ist sie eine furchtbar nette Frau. Ja, und da ist es doch toll, da sind schon mal positive Spannungen da und das ist doch gut so. Ne? Weil das, anders wäre es, wenn man jetzt keine Unterstützung hätte, nicht direkte. Ne? Aber für mich ist das eine große Erleichterung, weil ich habe hier eine Ansprechpartnerin und kann hier alles vorlegen und besprechen, auch im Vorfeld, damit unsere Sitzungen auch gut laufen. Und das hilft mir natürlich sehr. Ich bin da auch für jeden Tipp natürlich dankbar, das ist ja klar. Also da, das ist alles super gut geregelt, finde ich. Das freut mich. Also sehr, sehr professionell. Ja. Ja, wir kennen uns ja noch nicht so sehr, diese neuen Leute, ne? Bis auf die Leute, die ich halt schon vorher kannte. Aber die kenne ich jetzt auch nicht so, wie die sind in so einem Gremium zum Beispiel. Ne? Ich meine, wenn man sich privat irgendwo mal kennt und so. Und da muss man halt auch erstmal abwarten, wie man da eine schöne Atmosphäre hinbringt und wie man da die Motivation hochhält und die Leidenschaft, eben, was ich vorhin schon sagte. Aber da bin ich eigentlich zuversichtlich. Ne?